Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einem kleinen Laber-Video. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel erkannt oder auch im Vorschaubild, ich weiß es nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie das aussieht am Ende. Ich werde heute etwas über meine Corona-Impfung reden, um vielleicht dem einen oder anderen seine Angst zu nehmen. Ob mir das am Ende auch glücken wird, weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt auch gar keinen überzeugen, sich impfen zu lassen. Ich finde, das gehört einfach dazu, auch um Leute zu schützen, die gar nicht, vielleicht gesundheitlich oder wegen ihres Alters, die Möglichkeit dazu haben, sich vor bestimmten Krankheiten schützen zu können. Ich habe einige Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Ich glaube, ich fange erstmal damit an, wie ich Corona selber erlebt habe. Und zwar fing das alles an. Man hat das eine oder andere dazu gelesen oder auch angeschaut. Man wusste jetzt nicht, okay, was geht da genau ab? Und ja, das war, ich glaube, da ging es den meisten nicht anders. Ich habe es relativ schnell ernst genommen, war aber auch noch im Februar unterwegs. Ja, doch dann, als es nach Deutschland kam und die Sache ernster wurde, habe ich die Möglichkeiten meines Berufs wahrgenommen und bin einfach nur zu Hause geblieben und bin kein Risiko mehr eingegangen. Ich habe mir den Einkauf nach Hause schicken lassen und habe einfach nur noch YouTube gemacht. So wie eigentlich davor auch, aber ohne zwischendurch meine Familie zu besuchen. Ich war zwar gezwungen, zwischendurch rauszugehen, weil ich dann eine Entzündung hatte oder hier den Epstein-Barr-Virus und ich ohne einen Arztbesuch einfach nicht mehr ausgekommen wäre. Und das war dann auch der einzige Moment, wo ich wirklich damit konfrontiert wurde, dass man eine Maske tragen muss. Und allgemein, es war ein bisschen so, oder es ist auch jetzt immer noch ein bisschen so, als wäre ich ein Jahr oder zwei Jahre im Koma gewesen und hätte es dann erst richtig gesehen mit dem Maske tragen und all dem drumherum. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht groß auf die ganzen Maßnahmen eingehen und wie viele Probleme Deutschland oder auch andere Länder damit hatten und dass das alles nicht wirklich durchgezogen wurde. Und ja, das ist auch alles, finde ich, auserzählt. Da hat so viel Korruption stattgefunden und hier diese ganzen CDU, CSU Maskendeals, das ist mir alles, ja, nee, ist ja auch egal. Darum soll es, wie gesagt, gar nicht gehen. Und für die Leute, die mich vielleicht gar nicht kennen, ich äußere mich auch zu gar nichts in diese Richtung. Der einzige Sinn hinter diesem Video ist es, den Leuten die Angst zu nehmen, falls sie sich impfen lassen wollen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt die erste Spritze seit, Moment, Stand jetzt 70 Tagen drin und die zweite Spritze seit ungefähr 30 Tagen in mir. Ich wurde mit BioNTech geimpft, hätte aber auch jeden anderen Impfstoff in mich reinpressen lassen. Und ja, ich weiß, es gab auch einige Probleme mit der Blutgerinnung und da sind dann Blutgerinnsel entstanden und so, aber das wiegt in meinen Augen alles nicht so viel wie die Krankheit selbst. Und das sagt jemand, der eigentlich gar kein Risiko hatte. Ich gehörte zwar oder gehöre zwar zur zweiten Gruppe, konnte aber mich dem Ganzen, allein auch wegen meinem Beruf, komplett entziehen, indem ich zu Hause geblieben bin. Und wie ihr wisst, habe ich damit nicht allzu viele Probleme. Ich habe jetzt auch vor kurzem meinen Bruder zum ersten Mal seit irgendwie 14 Monaten gesehen, meine Nichte zum ersten Mal seit 18 Monaten. Und jetzt, da ich geschützt bin, gehe ich das Risiko dahingehend natürlich auch wieder ein. Kommen wir jetzt aber mal zu dem, finde ich, fast wichtigsten Thema, und zwar, welche Symptome hatte ich denn nach meiner ersten Spritze? Ich war dreimal an einem Impfzentrum. Beim ersten Mal, wo ich da war, da standen grob, ja, so 10 Militärleute rum und auch 10 Leute, die, ja, irgendwie arztmäßig drauf waren. Ihr wisst schon, was ich meine. Keiner wusste genau, wohin oder was jetzt die Aufgabe des jeweiligen war. Das war ganz, ganz komisch. Da waren auch nur gefühlt 5 Rentner, die dann geimpft wurden und sonst niemand. Und dann, als ich eine Woche später da war für meinen Termin, war alles relativ organisiert. Also es gab eine Schlange für die Leute, die beruflich da waren oder die zur zweiten Gruppe gehörten und eine separierte Schlange für die ganz alten Menschen, was ja auch durchaus Sinn gemacht hat. Ich wurde danach durchgeschleust, habe meine Sachen vorgezeigt, bin dann von einer Schlange draußen in die nächste Schlange drin reingerutscht. Danach
dann nochmal in eine neue, wo ich nochmal was ausfüllen sollte, aber das hatte ich alle schon parat und ausgedruckt und ausgefüllt. Dann durfte ich zu einem Vorarzt, mit dem ich kurz geredet habe, um dann danach zu einem richtigen Arzt zu kommen. Keine Ahnung, was da abging. Der mir dann noch ein paar Fragen gestellt und auch nachgehakt, ob ich irgendwelche Fragen habe. Hatte ich aber nicht. Und dann hat er mir die Spritze gegeben. Ich bin nach Hause in mein Bettchen und ein paar Stunden später, ich würde sagen 8 bis 12 Stunden später, fing es dann so langsam an. Der Arm hat ultra weh getan, also die Einstichstelle, und ich habe Kopfschmerzen bekommen. So auf einer Skala von 1 bis 10, ja, 3 oder 4. 10 ist das Stärkste, 0 wäre gar nichts gewesen. Das war also alles auszuhalten. Ich war sehr müde, das hielt dann auch so einen Tag an. Ich war dann noch ein paar Tage lang ein bisschen erledigt, aber das war alles nicht die Welt. Ungefähr 30, 40 Tage später habe ich dann die zweite Spritze bekommen. Da war es dann auch angenehm leer, weil die meisten wahrscheinlich sich einfach nur noch beim Hausarzt geimpft haben. Da bin ich dann sehr, sehr schnell durchgeflutscht und habe meine zweite bekommen. Bin dann wieder nach Hause, habe eigentlich damit gerechnet, dass ich ultra die schlimmen Symptome bekomme, weil mir vorher immer gesagt wurde, hey, bei der zweiten Spritze, da geht richtig die Party ab. Aber, surprise motherfucker, das ist nicht passiert. Ich hatte stärkere Armschmerzen bei der Einstichstelle, ja, aber keine Kopfschmerzen. Ich war zwar noch ein bisschen müde die Tage darauf, aber das war alles nicht die Welt. Es gibt natürlich auch Leute, die da ganz anders drauf reagieren, die super starke Kopfschmerzen bekommen oder auch Fieber und so. Aber das ist alles, ja, macht es einfach. Macht es einfach, lasst euch darauf ein und dann ist es vorbei. Wahrscheinlich gibt es nochmal irgendwie eine dritte Spritze irgendwann, je nachdem, ob der Virus mutiert oder nicht. Oder es könnte auch sein, dass wir jedes Jahr eine Spritze benötigen. Aber ey, wir haben jetzt alle so viel erlebt und auch in, wo war das denn? In Indien geht gerade eine richtig fette Corona-Party ab. Das können wir alles umgehen, indem sich jeder impfen lässt. Ich verstehe übrigens auch die Leute, die irgendwie denken, ja, der Corona-Impfstoff kam so schnell, ich vertraue dem Ganzen nicht so sehr. Und da kann ich euch das Video hier empfehlen. Von Dr. Watson, ging die Impfstoffentwicklung zu schnell? Da werden alle Fragen soweit beantwortet. Und wenn euch das nicht beruhigt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und ich würde da auch gerne, auch wenn ich das eigentlich nie mache, etwas Privates erzählen, was mich jetzt nicht direkt betrifft, aber meine Familie. Und zwar, Sekunde, habe ich meine Mutter gefragt, ob es okay ist, darüber zu reden. Und zwar kennt vielleicht der ein oder andere die Krankheit Diphtherie. Ich lese einmal vor. Die Diphtherie, auch Bräune oder Halsbräune, zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch Würgeengel der Kinder genannt, ist eine vor allem im Kindesalter auftretende akute Infektionskrankheit, die durch eine Infektion der oberen Atemwege mit dem grampositiven Diphtherie, dem Diphtherie Bacillus, hervorgerufen wird. Ja. Gut, lesen üben wir nochmal, aber dafür werde ich ja nicht bezahlt. Genau, es gibt noch Komplikationen, man kann daran sterben. Hiervor schützt der Diphtherie-Impfstoff. Wo ist es denn? Okay, das blende ich schon mal nicht ein, das Bild der Untersuchung, das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Aber hier die Symptome. Die Schwere und Ausgestaltung der Symptome, die 2 bis 6 Tage, selten auch 8 Tage, nach der Infektion auftreten, hängen ab von der Immunlage des Erkrankten. Da Angeschlagenheit, Übelkeit, Schluckschmerzen, häufig verbunden mit Bauch- und Gliederschmerzen. Erbrechen ist eher selten. Zunehmendes Fieber, an den Mandeln entwickelt sich ein gelblich-weißer Belag. Ein faulig-süßlicher Geruch ist meist auch vorhanden. Ein Lokalinfekt kann gegen Ende in eine Allgemeinreaktion übergehen, wodurch andere Organe betroffen werden. Boah, Junge, ist das ekelhaft. Wow, wie traurig. Ja, kommen wir mal zu der Geschichte und zu dem, was ich gerade als traurig tituliert habe. Meine Mutter wurde im Jahr 1950 irgendwann geboren und hatte mehrere Geschwister. Und einer ihrer Geschwister
ist an Diphtherie erkrankt und wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert mit 5. Ist dann leider daran gestorben und die Krankheit ist sogar nochmal weitergewandert auf einen weiteren Bruder von ihr, da allerdings irgendwie 1-2 Tage später, weswegen er noch gerettet werden konnte. Genau, der war auch 8 Jahre alt und hat dadurch irgendwie gestottert. Ich weiß nicht genau, inwieweit das damit zusammenhängt, aber ja, der hatte Schäden, die sein ganzes Leben lang anhielt. Man hätte zwar was dagegen machen können, aber damals hat das eh niemanden gejuckt und der musste dann damit leben. Und was ich gerade so traurig fand, ist das hier. 1960, das war ja 1956, in der DDR wird die Toxoid-Impfung gegen Diphtherie Teil der Pflichtimpfungen. Also man hätte ihn auch einfach retten können. Und deswegen ist es halt so wichtig, das Thema ernst zu nehmen. Und ich habe ja auch schon getweetet, vielleicht, wenn Corona kein Thema mehr ist und eure Ärzte Zeit haben, wäre es sehr sinnvoll, auch nochmal die anderen Impfungen mitzunehmen. Das kann euch dann aber auch der Arzt erklären. Ich habe mich zuletzt 2015 noch gegen andere Sachen impfen lassen. Das lief auch, glaube ich, alles mit einer Spritze ab. Ich weiß es gerade aber gar nicht mehr. Und selbst wenn, also mein Gott, dann lasse ich mir auch 3 Spritzen geben. Hauptsache, ich schütze mich und eventuell andere Leute, die sich nicht davor beschützen können. Ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas anderes außer Acht gelassen und ich weiß auch gar nicht, wie das Video jetzt, wie gesagt, am Ende aussehen wird. Ich wollte einfach nur mal freischnauze darüber reden und euch vielleicht die Angst nehmen. Liked auch gerne das Video, weil ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass das Ganze bei dem einen oder anderen Impfgegner landen wird und ich dann am Ende in irgendeiner Telegram-Gruppe verlinkt werde als Typ, der vom Staat dafür bezahlt wird, dieses Video hier zu machen, was Bullshit ist. Aber das brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Denn auch wenn der ein oder andere das jetzt nicht ernst nehmen kann und vielleicht auch ins Lächerliche zieht, selbst wenn jetzt irgendwer kommen würde und mir 1 Million dafür bieten würde, ich würde dieses Video nicht dafür machen, wenn das nicht meiner Meinung entsprechen würde. Und das Video ist unbezahlt, sonst würde es auch hier irgendwo markiert stehen. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie die Angst nehmen können. Schaut auch gerne noch in die Videobeschreibung. Da ist einiges verlinkt. Bis Daniel, euer hoffentlich aufklärender Manuel. Tschüss, bis dann.